Ja, es freut mich ja sehr, dass der Mainzer so umlagert wurde. Die Menschentraube wurde immer größer und immer größer. Und er ist jetzt draußen mit den ganzen hochinteressierten Besuchern. Und die reden jetzt eben draußen noch ein bisschen weiter. Und wahrscheinlich kommt dann ein Teil wieder rein, hoffe ich doch sehr. Ja, wir machen weiter im Programm. Der nächste Referent war bereits vor ein paar Jahren hier zu Gast, damals zum Thema Burnout in den Städten. Das war das Thema Städte der Zukunft. Jetzt haben wir ja die Modelle für die Zukunft. Also es ist gar nicht so weit weg. Aber er hat den Akzent diesmal etwas anders gesetzt in seiner Fragestellung. Er hat in München, Basel, London und Zürich studiert und war von 1996 bis 2005 hier am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München tätig. Danach war er ärztlicher Direktor einer großen Schweizer Klinik. Seit 2014 ist er Direktor der Klinik und Chefarzt am Max-Planck-Institut für Psychiatrie hier in München. Kam also wieder zurück an sein Wirkungsfeld. Sein Credo, Zitat: Die Depression ist eine schwere und lebensbedrohliche Erkrankung. Wenn sie rechtzeitig erkannt und richtig behandelt wird, sind die Heilungschancen sehr gut. Sein Vortrag trägt den Titel Zukunftspläne von Psychiatrie und Psychotherapie, die personalisierte Therapie der Depression. Herzlich willkommen, Professor Dr. Dr. Martin E. Keck. Lieber Herr Holl, recht herzlichen Dank für die Einladung, der ich sehr gern gefolgt bin. Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich, dass Sie sich so zahlreich zu dieser Samstagmorgenstunde für ein mir sehr am Herzen liegendes Thema interessieren. Es ist das Thema Zukunftspläne, Psychiatrie und Psychotherapie, und ich habe herausgegriffen, die personalisierte Therapie der Depression, das heißt die individuelle Behandlung des einzelnen Erkrankten. Und ich hoffe, dass ich Ihnen interessante Dinge berichten kann. Zunächst erlauben Sie mir bitte den Blick zurück. Unser Haus, unser Institut besteht heuer seit 100 Jahren, und das war damals eine große Innovation, dass König Ludwig III. Auf Initiative von Emil Kreppelin, einem ganz visionären Psychiater in dem damals noch sehr jungen Fach, die Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie in München errichtet hat. Was war neu? Dass Kreppelin ganz klar postuliert hat, dass psychische Erkrankungen, psychiatrische Krankheitsbilder auch auf eine neurobiologische Basis gestellt werden müssen. So sage ich es in unserer heutigen Terminologie, und das war damals sehr wegweisend. Warum braucht es uns immer noch? Warum braucht es diese Art der Forschung nach 100 Jahren immer noch? Das will ich Ihnen auch gerne am Beispiel der Depression etwas verdeutlichen. Wenn wir schauen, wie groß ist die Zahl unserer Patienten, die überhaupt eine adäquate, das heißt eine leitliniengerechte, das heißt den heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen folgende Behandlung bekommt, dann sind das lediglich 10% in einem der reichsten Länder der Welt. Und diese Zahl muss uns zu denken geben. Nur 30% unserer Patienten hilft die erste Behandlung. Da müssen wir uns auch nicht verstecken. Das ist gar nicht schlecht, auch wenn wir es mit anderen Disziplinen der Medizin vergleichen, ist das im Einzelfall sogar sehr gut. Aber wir sind natürlich weit davon entfernt, dass wir uns da zurücklehnen könnten. Jede Stunde geschieht in Deutschland und in der Schweiz ein Suizid im Rahmen einer psychischen Erkrankung. Das ist eine ganz dramatische Zahl, dass Menschen die Krankheit nicht mehr ertragen, dass sie in ihrer Wahrnehmung so verändert sind, dass sie denken, ich halte das nicht mehr aus. Die Kosten, darüber müssen wir heute reden, mehr denn je, 15 bis 20 Milliarden pro Jahr. Die direkten Krankheitskosten sind 5,5 Milliarden. Die 15 bis 20 Millionen sind natürlich auch die indirekten Kosten für die gesamte Volkswirtschaft. Das ist eine hohe Zahl, und wir könnten dieses Geld sicher anderweitig besser verwenden. Depression ist sicher der größte Kostentreiber im Gesundheitswesen. Das Risiko zu erkranken ist, wenn man harte Kriterien anlegt, bei 10%. Das ist auch relativ viel.
Und wenn Sie eine Depression haben, verdoppeln Sie Ihr Risiko, dass Sie auch eine andere schwerwiegende neurologische oder internistische Erkrankung bekommen, wie zum Beispiel die Alzheimer-Demenz, Parkinson, Diabetes oder kardiovaskuläre Erkrankungen, aber auch zerebrovaskuläre Erkrankungen wie der Schlaganfall. Das ist eine dramatische Zahl und insgesamt beobachten wir eine stete Zunahme psychischer Erkrankungen. Das wäre ein separates Vortragsthema, warum das so ist. Wir sehen diese Zunahme und psychische Erkrankungen, das zeigen uns auch wieder die jüngsten Zahlen der Sozialversicherungsanstalten und der Krankenkassen. Psychische Erkrankungen sind heute der Hauptgrund für Frühberentungen und diese Zahl hat sich verdoppelt bis verdreifacht seit den 90er Jahren. Es ist also Handlungsbedarf und jetzt habe ich noch gar nicht von dem immensen persönlichen Leid gesprochen, das die Patienten natürlich primär betrifft. Die Weltgesundheitsorganisation errechnet regelmäßig und das ist eine eher volkswirtschaftliche Betrachtungsweise auch, wie viele Lebensjahre denn verloren gehen durch Krankheit und Tod, durch chronische Krankheit. Das sind die sogenannten Disability Adjusted Life Years und da werden im Jahr 2030 in den sogenannten entwickelten Ländern selbstverständlich die Stressfolgeerkrankungen und das sind die Depressionen und die Angsterkrankungen, die Hauptvertreter, die Stressfolgeerkrankungen auf Platz 1 sein. Im Jahr 2020 ist es noch Platz 2. Und Sie sehen, Platz 2 ist die koronare Herzerkrankung. Und diese zwei Krankheiten, wie ich Ihnen eben kurz gezeigt habe, bedingen sich gegenseitig. Nicht? Also das ist noch dramatischer. Was ist unsere Aufgabe als Max-Planck-Institut für Psychiatrie in der Max-Planck-Gesellschaft? Ganz klar, die Verbesserung der Prävention, das ist eigentlich das Wichtigste. Wie können wir vorbeugen, dass derartige so stark beeinträchtigende und lebenszerstörende Krankheiten gar nicht erst sich so entwickeln. Die Diagnostik, darauf werde ich detaillierter eingehen und die Therapie selbstverständlich dieser Erkrankungen. Der erste Schritt ist die Objektivierung der Krankheitsdiagnostik. Das mag Sie vielleicht erstaunen, dass ich das so sage, aber da sind wir nicht gut. Nicht das, was wir Depression nennen, ich gehe gleich noch in einige Details, das sind sicher viele verschiedene Erkrankungen. Also da gibt es viel zu tun, denn nur wenn wir wissen, was wir überhaupt behandeln, dann können wir auch verursachungsgerecht behandeln. Das heißt, die Aufklärung der pathophysiologischen Vorgänge, der zugrunde liegen krankheitserzeugenden und krankheitsaufrechterhaltenden Vorgänge im Gehirn und im Körper. Und daraus gilt es dann, neue, wirksamere Therapieansätze zu entwickeln. Und diese neuen Therapieansätze müssen selbstverständlich taugen auch für die Regelversorgung. Das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen, dass das nicht nur an einem Forschungsinstitut dann funktioniert, oder an einer Forschungsklinik unter selbstverständlich sehr speziellen und auch privilegierten Bedingungen. Das muss auch in den sogenannten peripheren Krankenhäusern funktionieren, wo die Ausstattung nicht so gut ist. Und es ist ein ganz klares Signal, und das ist mir persönlich auch ein ganz wichtiges Anliegen gegen die Diskriminierung psychisch Kranker. Denn wenn Sie die vorherige Zahl gesehen haben, dass nur 10% eigentlich richtig behandelt werden, stellen Sie sich das vor für andere Volkskrankheiten wie Diabetes oder Nierenversagen. Wenn dann nur 10% die Behandlung bekämen, die wir für richtig erachten, ein Aufschrei ginge zurecht durchs Land. Unsere Patienten können sich leider nicht so gut wehren und deshalb müssen wir uns hinstellen und das immer wieder benennen. Es ist auch ein ganz klares Signal der Max-Planck-Gesellschaft und darüber sind wir sehr froh, dass hier weiter auch investiert wird. Auf dem Campus in Schwabing werden rund 100 Millionen Euro investiert, damit wir noch bessere Bedingungen für die Behandlung und für die Forschung haben werden. Und vieles andere mehr ist unsere Aufgabe, auf das ich jetzt hier nicht eingehen kann. Wie kann das denn verbessert werden, werden Sie sich nun fragen. Wir wissen aus der Grundlagenforschung in den letzten 20 Jahren und vor allem auch aus unserem Institut sehr viel über die zugrunde liegenden Krankheitsmechanismen, aber es gelingt nicht oder nicht in ausreichendem Maße, dass wir das übersetzen in verbesserte Behandlungsbedingungen, in verbesserte Therapieansätze. Woran liegt das? Ein Grund dieses Problems ist, dass die psychiatrischen Diagnosen keinerlei Verbindung, ich habe es schon angedeutet, zur zugrunde liegenden Biologie haben. Es sind Konsensuskriterien und das ist sehr wichtig, nicht, dass wir natürlich international von derselben Sache reden, wenn wir Depression sagen, aber eine Depression wird diagnostiziert aufgrund einer Vielzahl von Symptomen, die man in internationalen Konferenzen so definiert hat und diese Symptome müssen eine gewisse Zeit lang vorherrschen, bei der Depression jetzt zum Beispiel 2 Wochen und dann
haben wir die Diagnose und Sie können sich schon vorstellen, das ist eine sehr grobe Zusammenfassung nicht homogener Krankheitsmechanismen, also verschiedenartigster Krankheitsauslöser und krankheitsaufrechterhaltender Faktoren ist. Das ist, wenn ich einen plumpen Vergleich bemühen darf, wenn Sie als Diagnose Fieber nehmen. Nicht Fieber ist ein Symptom, so ist die Depression eine Ansammlung von Symptomen, ein Syndrom, aber eigentlich keine richtige Diagnose. Und Fieber 40 Grad, da sagen wir ja auch nicht, na gut, das ist Fieber und behandeln das immer gleich, sondern eine Vielzahl von Ursachen kann zugrunde liegen, von einer Lungenentzündung bis zu einer Gehirnentzündung oder einer Hirnhautentzündung. Und das muss natürlich unterschiedlich behandelt werden. Nur das Symptom ist der Endpunkt, aber die Ursachen sind breit gefächert und da müssen wir ansetzen. Und das gilt eben für die psychischen Erkrankungen. Herausforderung also, dass wir die Depression als großes Syndrom, als großen Suppentopf unterschiedlichster Subtypen oder unterschiedlichster Erkrankungen feiner auffächern, feiner aufdifferenzieren und dann auch wegkommen werden von den, ich nenne es mal One-Size-Fits-All-Behandlungsansätzen, dass wir halt dann auch eine recht grobe Behandlung haben, die nicht schlecht ist, aber dann die natürlich nicht auf den Einzelfall immer abgestimmt sein kann, so wie wenn Sie 40 Grad Fieber immer gleich mit dem potentesten Breitbandantibiotikum behandeln würden, weil Sie einfach nicht wissen, was ist los. Und daraus natürlich mangelnde Wirksamkeit im Einzelfall bis zur Therapieresistenz und Nebenwirkungen, die damit auch einhergehen. Also neue Behandlungsansätze, eine personalisierte, eine individualisierte Therapie durch eine bessere Charakterisierung der Krankheiten, von denen wir reden. Ein Projekt dazu an unserem Haus ist die sogenannte BICAM-Studie, Biological Classification of Mental Disorders. Und das ist, sehr schön, aber auch ein bisschen traurig, dass das ja schon vor 100 Jahren der Ansatz war von Emil Kraepelin. Heute stehen wir natürlich an einer ganz spannenden Schwelle und das macht diese Zeit auch so interessant und herausfordernd, dass wir weitaus bessere Untersuchungsmethoden haben, die in den letzten 20 Jahren entwickelt worden sind und die auch bezahlbar geworden sind. Denken Sie an die Gendiagnostik. Wir müssen also zur Kenntnis nehmen, das, was wir Depression nennen, das gibt es eigentlich gar nicht so, wie wir das nennen. Das ist, erlauben Sie mir die karikierte Formulierung, weil wir diese große Heterogenität, diese große Vielgestaltigkeit auf der Krankheitssymptomebene haben, aber selbstverständlich auch auf der genetischen Ebene des einzelnen Patienten. Und wir müssen zu einer neuen Einteilung, Taxonomie dieser Symptome und Syndrome kommen, um besser behandeln zu können. Sie sehen hier die Psychopathologie, also die Symptome, die wir durch zum Teil aufwendige Untersuchungen bei unseren Patienten erfassen. Oben ist ein Spektrum an Erkrankungen aufgelistet von Intelligenzminderungen, Autismus-Spektrum-Störung, denken Sie an den Asperger-Autismus, Schizophrenie, bipolare Erkrankung, Depression, Angsterkrankungen. Und Sie sehen, dass sich die Symptome relativ breit hier durchziehen. Wir tun aber so, als könnten wir hier zwischen den Diagnosen klare Grenzen ziehen. Ich denke, diese Abbildung zeigt es sehr schön und plakativ. Das stimmt natürlich alles gar nicht so. Das brauchen wir natürlich, um arbeiten zu können, aber es bildet eben nicht die zugrunde liegende Biologie ab, weil wir hier einfach willkürlich dann Grenzen ziehen und sagen, gut, wenn das hier in dem Bereich so und so ausgeprägt ist, dann nennen wir es Depression. Also unsere BICAM-Studie in unserer therapeutisch-wissenschaftlichen Ambulanz hat das Ziel, klar zu formulieren und zur Kenntnis zu nehmen, dass jeder Patient anders ist. Ein banaler Satz, aber ich hoffe, Sie verstehen jetzt besser, warum ich das so betone. Und diese messbaren Unterschiede sollen erfasst und bereits während der Therapie zum Nutzen der betroffenen Patientin und des betroffenen Patienten gleich umgesetzt und genutzt werden. Was haben wir bislang gemacht oder warum kommt so wenig raus, werden Sie sich ja völlig zu Recht fragen. Wir haben diese Ihnen eben geschilderten Diagnosekriterien als Ausgangspunkt, ein wackeliges Konstrukt ist das. Und wir haben dann aus der Grundlagenforschung, aus der wir sehr, sehr viele, sehr wertvolle Erkenntnisse bekommen haben in den letzten 20 Jahren, haben wir Biomarker, die wir sagen, gut, jetzt können wir vielleicht besser therapieren, jetzt können wir vielleicht besser diagnostizieren. Und dann wenden wir diese Biomarker natürlich in unseren Patienten an und untersuchen da weiter. Also wir sind mit etwas sehr Präzisem aus der Grundlagenforschung dann im richtigen Leben in dieser Heterogenität. Und dann finden wir natürlich, wie immer, keine gute Übereinstimmung zwischen den Biomarker. Einer ist zum Beispiel die massiv gestörte Stresshormonregulation während der Depression und der Realität.
Und dann sind wir wieder bei unseren Diagnosekriterien. Nicht und so dreht sich das ein bisschen, das ist jetzt sehr plakativ formuliert, im Kreis und wir kommen da nicht raus. Und das ist die Zeit, dass wir jetzt sagen, wir brauchen eine neue Klassifikation. Das ist die BICAM-Studie und was machen wir? Eine Vielzahl an Untersuchungen, von genetischen Untersuchungen, epigenetische Untersuchungen, da sage ich noch was dazu, Bildgebung, die funktionelle Kernspintomographie, neuropsychologische Untersuchungen und vieles andere mehr. Also sehr, sehr viel, um diese Befunde dann zu nehmen und dann neu, wenn Sie erlauben, mir das so zu formulieren, die Patienten einzuteilen in neue Diagnosegruppen, die wir dann gezielter behandeln können. Was ist heute schon möglich an individualisierter, an ganz persönlich auf Sie, wenn Sie Patientin oder Patientin ganz individuell abgestimmter Behandlung? Das ist ja ein Modethema, diese personalisierte Medizin. In der Onkologie, das will ich gleich dazu sagen, massive Fortschritte, nicht? Wenn Sie an die Behandlung des Mammakarzinoms denken, da haben sich erfreulicherweise die Überlebenschancen dramatisch verbessert, seit wir individualisierte Behandlungsansätze haben. Was können wir verwenden davon? Wenn Sie ein Medikament einnehmen, hat es einen weiten Weg vor sich, nicht? Sie schlucken es, Speiseröhre, dann bis hinab in den Magen, Dünndarm, Dickdarm, dann ins Blut und dann muss es durch die Leber, weil die Leber ist unser Entgiftungsorgan und je nachdem, wie Ihre Leber enzymatisch, also mit den abbauenden Wirkstoffen ausgestattet ist, so viel Medikament ist nachher im Blut verfügbar. Und wenn wir nun wüssten, wie Ihre Leber arbeitet, könnten wir die Medikamente natürlich schon viel gezielter dosieren. Das ist hier der Ansatzpunkt, das wäre effektiver und gleichzeitig risikoärmer. Also die Frage, welcher Patient profitiert von welchem Medikament und in welcher Dosis am besten? Nicht wir, wir sehen extreme individuelle Unterschiede, wie Patienten auf die medikamentöse, ich gehe gleich noch auf die Psychotherapie, ein Behandlung ansprechen. Und oft ist es so eine Art Versuch und Irrtum, Trial and Error, bis wir endlich das passende Medikament haben. Natürlich haben wir viele Erfahrungswerte, aber auf einer naturwissenschaftlichen Basis müssen wir das eher in die Kategorie Versuch und Irrtum einordnen. Und es dauert sehr lange, bis es wirkt und es verlängert das Leiden des Patienten im Einzelfall enorm lang. Und das ist sicher nicht hinzunehmen. Und wir wissen aber, dass Gene, die wiederum Enzyme kodieren, die unsere Medikamente verstoffwechseln, die aber auch bestimmen, was kommt überhaupt ins Gehirn, dass die individuell höchst unterschiedlich, wie Sie sich vorstellen können, reguliert sind. Und damit befasst sich die Pharmakogenetik. Wie ist unsere individuelle genetische Ausstattung? Und was bedeutet das für die Medikamente, die wir einnehmen? Zum Beispiel, wie schnell arbeitet unsere Leber? Wie schnell baut sie das schon gleich wieder ab und scheidet es aus über die Niere? Denn das ist ja auch die Aufgabe der Leber. Und dem einen hilft es eben und beim anderen ist es schon zu viel möglicherweise. Und das ist in der Leber diese Enzymfamilie, ich will Sie nicht mit Details langweilen, Zytochrom P450, ZYP450 und da gibt es eine hohe Variabilität, das sind jetzt europäische Kollektive in anderen Populationen, in Afrika ist es komplett anders und da sehen Sie, wie verstoffwechselt wird von extensiv, langsam, intermediär bis ultraschnell. Das sind hohe Unterschiede und damit Sie das sehen können, nicht die gleiche Dosis wird immer gegeben, das ist die genetische Ausstattung und wer sehr schnell verstoffwechselt, da kommt fast nichts an, da kommt nichts in den therapeutischen Bereich. Wer normal, und darauf ist der Beipackzettel ausgerichtet bezüglich dieses Enzyms, da kommen wir in den therapeutischen Bereich. Wenn aber zu langsam oder fast gar nicht verstoffwechselt wird, da sind wir natürlich blitzschnell im toxischen oder nebenwirkungsreichen Bereich. Nicht gleiche Dosis, gleiche Diagnose. Hier ein Medikament, das wir häufig geben, ein Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, das Citalopram. Wenn das nach Beipackzettel dosiert wird, sehen Sie hier ein Kollektiv, das bei uns am Institut untersucht wurde, über 1000 Patienten. Und da sehen Sie, nur die Minderheit befindet sich im therapeutischen Wirkbereich. Also wir wissen, bei diesen Plasmakonzentrationen ist eine Wirkung zu erwarten. Die Mehrzahl liegt weit darunter, ein Gutteil hat zu viel, zum Glück sehr wenige, das sind wir schon im toxischen Bereich. Sie sehen, die Beipackzetteldosierung, das bringt uns nichts. Es kommt auf die individuelle Situation an, das ist einfacher bei einem Antibiotikum, da gilt es darum, die Bakterien, die sensitiv darauf sind, wenn Sie mir es erlauben, so zu formulieren, einfach umzubringen. Da fahren wir rein, aber das ist ja eine Therapie auch für chronische Krankheiten und da müssen wir in diesem Bereich sein. Das können wir messen, nicht die Messung der Plasmakonzentration oder der Blutspiegel ist Routine bei uns. Und es gibt auch Firmen, die diese ganzen Enzymausstattungen, das nur als ein Beispiel, schon kommerzialisiert haben. Das ist auch gut so, wir haben mit dieser Firma nichts zu tun. Und da sehen Sie,
die Medikamente aufgelistet. Da passiert nichts bei diesem individuellen Patienten. Hier muss man ein bisschen aufpassen und hier muss man sehr aufpassen bei diesen Medikamenten. Nicht, das ist eine Untersuchung, eine Genotypisierung dieser Leberenzyme, Cytochrom P450. Die muss man einmal im Leben nur machen und dann weiß man, wie verstoffwechsel ich dieses oder jenes Medikament. Also das ist was sehr gut Anwendbares schon und sehr hilfreich und heute eben auch bezahlbar. Die Stresshormonachse ist die am besten untersuchteste Hormonachse bei der Depression und sie ist bei einer Vielzahl der depressiven Patienten komplett entgleist. Was bedeutet das? Das Stresshormonsystem, das Cortisol aus der Nebennierenrinde, läuft permanent auf Hochtouren. Das Gehirn hat die Kontrolle über die Stresshormonregulation komplett verloren und das erklärt auch viele der Begleiterkrankungen, nicht Gefäßerkrankungen, Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes, weil das Stresshormonsystem dauernd auf Hochtouren läuft. Nicht bei allen Patienten, aber bei einer großen Zahl. Und was macht unsere Behandlung? Diese macht nichts anderes, seien es Medikamente als auch die Psychotherapie. Sie renken dieses überaktive, völlig entgleiste Stresshormonsystem wieder ein. Das haben wir gelernt in den letzten 20 Jahren. Die Psychotherapie über unser Stirnhirn, das Frontalhirn, wo wir diese sehr basalen Strukturen des auch limbischen Systems, entwicklungsbiologisch sehr alt, natürlich steuern können und medikamentös dann natürlich direkt in diesen Regionen, in denen die Rezeptoren, die die negative Rückkopplung vermitteln, wie bei allen Hormonsystemen, wieder empfindlicher gestellt werden. Und dann geht das wieder. Wir wissen heute, und das sind die Arbeiten von Elisabeth Binder, der Direktorin, der wissenschaftlichen Direktorin für die translationale Psychiatrie an unserem Institut, dass dieses Stresshormonsystem selbstverständlich sehr fein reguliert ist. Und wir kennen ein System, das FKBP5-System, das die Rückkopplung über den Glucocorticoid-Rezeptor kontrolliert und steuert. Und es gibt, um das, und Sie erlauben mir diese vereinfachte Darstellung, es gibt eine günstige Genvariante, da funktioniert das sehr gut. Und es gibt eine ungünstige, da funktioniert das nicht sehr gut. Also hier wird das Stresshormonsystem leichter entgleisen. Was ist nun wichtig? Ich sprach von Epigenetik. Epigenetik ist Umwelteinfluss, der Gene an- oder abschaltet über DNA-Methylierung, über Histon-Acetylierung und andere Mechanismen. Also Gene werden an- und ausgeschaltet. Und wir wissen nun aus den Studien von Frau Binder, wenn jemand diese günstige Genvariante hat und das sehr schmerzliche und grauenhafte Ereignis einer Traumatisierung in der Kindheit, dann keine epigenetische Veränderung, nicht? Also da passiert im Genom nichts und die Wahrscheinlichkeit dann zu erkranken ist deutlich geringer, als wenn Sie die ungünstige Genvariante haben und den Umwelteinfluss, Traumatisierung in der Kindheit, dann wird dieses System noch vermehrt angeschaltet über die epigenetischen Veränderungen und das Stresshormonsystem produziert noch mehr FKBP5 und das Stresshormonsystem schaukelt sich immer höher und höher und höher in diesem pathologischen Bereich. Sie sehen also, es sind nicht die Gene allein, das glauben wir ja schon lange nicht mehr, sondern es ist der Umwelteinfluss von Freud, im Übrigen schon beschrieben, der dafür sorgt, ist diese genetische Konstellation später krankheitserzeugend oder nicht. Und das will ich Ihnen gerne noch ein bisschen verdeutlichen. Hier sehen Sie die Zeitachse, hier Krankheitssymptome, je höher, desto ausgeprägter. Hier wäre schwere Erkrankung. Und Sie sehen hier wieder den günstigen Genotyp und den ungünstigen Genotyp und ein Trauma. Und da sehen Sie beim ungünstigen Genotyp durch die Entgleisung, dann die weitere Entgleisung des Stresshormonsystems entwickelt sich die Krankheit und grün beim günstigen Genotyp eben nicht. Und da sind ganz viele andere molekulare Mechanismen noch daran beteiligt, die dann natürlich neuronale Netzwerke beeinflussen. Und da sind wir wieder bei den Einheiten des limbischen Systems, Hippocampus und Mandelkern, Amygdala, die das Stresshormonsystem steuern, die aber auch Emotionen steuern und integrieren und vieles andere mehr, die dann auf der Basis dessen nicht mehr richtig funktionieren können, wenn Sie so wollen. Und dann entsteht Krankheit. Und nicht eine einzelne, sondern eine Vielzahl ist möglich. Da sind natürlich wieder andere Umwelteinflüsse, andere genetische und epigenetische Einflüsse auch noch wichtig. Und wenn wir nun dieses System wieder einregulieren können, wie einen zu schnellen Herzschlag mit einem Beta-Blocker, wo Sie die Herzfrequenz runterregulieren, wäre natürlich denkbar, und daran wird mit Hochdruck gearbeitet, dass es einen Antagonisten für dieses FKBP5 gibt, den wir gezielt bei dieser gefährdeten Patientengruppe einsetzen können. Eben nicht bei allen, sondern nur bei denen, die diese Risikokonstellation genetisch plus diesen entsetzlichen Umweltfaktor Trauma erleben müssen. Und die würden dann so gezielt behandelt und weit besser, wie wir annehmen, behandelt werden, effektiver.
Das heißt, wenn wir Depression sagen, ist das nicht gleich Depression. Wenn Sie das mitnehmen, ist das sehr wichtig. Nicht unser Genom, unsere genetische Ausstattung bestimmt sehr viel, aber die Umwelt reguliert unser Genom. Das ist dann das Epigenom, die Gene, die an- und ausgeschaltet werden. Das passiert jeden Tag, das passiert permanent über die Lebensspanne. Je älter wir werden, desto mehr sammeln wir an von diesen epigenetischen Veränderungen. Und dann entstehen daraus eben verschiedene Depressionen, aber auch eine große Gruppe, die nicht krank wird, das dürfen wir nicht vergessen, die resilient sind, denen diese Faktoren offensichtlich nichts anhaben können, während andere schwer erkranken werden. Und die müssen wir besser und früher erkennen. Über eine individualisiertere Therapie und eine ausgeklügelte Diagnostik. Das sage ich in aller Deutlichkeit. Unserem Patienten darf nicht vorenthalten werden, was in allen anderen Bereichen der Medizin selbstverständlich ist, eine sorgfältige Diagnostik. Es ist nicht damit getan, nur zu reden. Reden gleich Psychotherapie ist extrem wichtig, aber davor muss eine saubere und unter Ausnutzung aller uns zur Verfügung stehenden Methoden stattfindende Diagnostik stehen. Und dann werden wir, ich habe Ihnen jetzt nur kleine Beispiele gezeigt, das Zytochrom P450-System der Leber, die sogenannte Pharmakokinetik, wie verteilen sich Medikamente im Körper und wo sind sie dann, das Stresshormonsystem und vieles andere mehr können wir nehmen, um daraus ein individuelles Profil, das ist die BECAM-Studie, zu erstellen. Drei Sätze möchte ich noch verlieren zur Psychotherapie. Für die gilt genau dasselbe. Es ist ein Druckschluss anzunehmen, Medikamente ist das und Psychotherapie ist was anderes. Das muss zusammen angewendet werden. Warum? Weil die Medikamente über die Einregulierung des Stresshormonsystems natürlich ein therapeutisches Fenster auch öffnen. Die neuronale Matrix, wenn Sie erlauben, auflockern, sodass neues Lernen wieder möglich wird. Und Psychotherapie ist nichts anderes als neues Lernen, Relearning. Und Sie sehen hier, wenn wir Patienten nehmen, die nach einer Behandlung gesund sind, depressive Patienten, die sind gesund, wie ist der Verlauf über die Zeit, dann sehen Sie erhebliche Unterschiede. Nur medikamentöse Therapie und hier ist Psychotherapie. Kognitive Verhaltenstherapie, CT auf Englisch. Und da sehen Sie, dass die länger gesund bleiben. Je tiefer die Kurve geht, umso mehr Patienten sind wieder krank geworden. Da sehen Sie, dass Psychotherapie viel nachhaltiger wirkt. Das ist belegt. Sie sehen aber auch in dieser Abbildung, dass Pharmakotherapie, die medikamentöse Therapie, schneller wirkt. Sie wirkt schneller, Psychotherapie wirkt langsamer. Lernvorgänge, Bilden neuer Synapsen, Stärkung von synaptischen Verbindungen, das dauert, das können wir nicht auf Knopfdruck machen. Während das Einrenken des Stresshormonsystems natürlich relativ schnell geht, biochemisch. Und da sehen Sie, dass es zusammen natürlich wirkt. Hier ein schneller Effekt, was wichtig ist bei dem hohen Leidensdruck. Und dann aber ein nachhaltiger Effekt. Und das Ziel ist die Genesung, Recovery, nicht eine Besserung, ein bisschen Besserung oder so, womit oft gearbeitet wird, sondern das Ziel ist Genesung. Das heißt, das vorherige Funktionsniveau, wenn ich es so technisch sagen darf, muss wieder erreicht werden. Jemand muss sein Leben wieder so leben können, wie er es vorher gelebt hat. Ein hohes Ziel, aber wir dürfen uns mit nicht weniger zufrieden geben. Und das ist eine normale Emotionsregulation natürlich, wenn Sie es runterbrechen auf die Ebene neuronaler Netzwerke. Emotionen müssen wieder reguliert werden können. Man darf nicht stecken bleiben in dieser tiefen Depression, in diesem schwarzen Loch. Also die Frage an uns, an die Grundlagenforschung, an die klinische Forschung, was sind denn die gemeinsamen Wirkmechanismen, medikamentöse Therapie, Psychotherapie, was sind die unterschiedlichen, damit wir das besser kombinieren können? Was genau passiert bei der Psychotherapie? Eine ganz wichtige Frage, das ist eben nicht nur da sitzen und reden. Psychotherapie, ich habe es Ihnen gesagt, Relearning, wir kennen die biochemischen Vorgänge, das ist auch der Nobelpreis 2000 an Eric Kandel, nicht neue Synapsen werden gebildet, synaptische Verbindungen zwischen Nervenzellen werden verstärkt auch und die Stimmungsregulation wird, wenn das in den richtigen Hirnregionen wie Hippocampus, Amygdala, vorderes Zingulum stattfindet, dann normalisiert sich die Stimmungsregulation, die Emotionsregulation. Und wie können wir es besser nutzen? Das Plastizitätsfenster durch die Medikamente wieder öffnen, die richtigen Schaltkreise modulieren, das ist es. Was ist das Problem im Moment bei der Psychotherapie? Genau dasselbe wie bei der medikamentösen Therapie. Wenn wir die Studien alle anschauen zur Psychotherapie, dann wirkt alles gleich gut, wenn ich es mal so platt sagen darf. Und das nennt man Dodo-Bird-Verdict. Amerikaner sind oft verspielter. Dodo-Bird, wenn Sie sich erinnern, ist dieser neuseeländische ausgestorbene Vogel, der auch bei Alice im Wunderland eine Rolle spielt, weil der zu Alice und ihren Freunden sagt, komm, wir machen ein Wettrennen.
aber es ist ganz egal, wie schnell ihr rennt, weil es gewinnen sowieso alle. Nicht? Und deshalb hat man gesagt, Psychotherapie, gerade egal, was man macht, ob man da nett beisammen sitzt oder ob man Karten spielt oder ob man eine State-of-the-Art-Behandlung macht, spielt gar keine so große Rolle, weil am Ende profitieren eh alle davon. Das ist natürlich Kokolores, nicht? Also darüber müssen wir gar nicht reden. Wir sehen aber an den großen Meta-Analysen aus Holland, Kuipers, exzellente Meta-Analysen, die alle Studien zusammenfassen, sie wirken gleich gut. Und da müssen wir uns so fragen, warum ist das denn so? Das kann ja gar nicht sein. Und woran liegt es? Weil wir eben auch hier wieder ganz grob unter dem Deckmantel Depression, was in Wirklichkeit viele unterschiedliche Erkrankungen sind, alles zusammenfassen und dann alle so behandeln. Einige werden sehr profitieren, andere gar nicht und wir mitteln das raus und nachher ist alles gleich gut. Nicht so muss man sich das vorstellen. Das heißt, wir müssen besser untersuchen, was sind denn das für Patienten und wer profitiert und wer profitiert nicht und nicht hinterher einfach das statistische Mittel anschauen und sagen, ja, es hilft schon irgendwie. Denn wir haben Patienten, da wirkt es exzellent und wir haben andere, da wirkt es eben gar nicht. Weil die individuellen Patienten nicht die richtige Behandlung bekommen. Und gleichermaßen verhält es sich mit den Medikamenten. Das Stresshormonsystem habe ich erwähnt, diese Entgleistheit. Und da ist ein wichtiger Rezeptor auch, der die Wirkungen von Cortisol vermittelt am Ende des Tages, des Hauptstresshormones, ist der CRH1-Rezeptor. Und wir dachten vor 20 Jahren, wenn wir da einen Antagonisten haben, dann werden die Patienten gesund, weil das Stresshormonsystem ist ja so entgleist. Die Studien haben uns enttäuscht. Und warum? Weil eben das untersuchte Patientenkollektiv zu heterogen war. Das hat Einzelnen geholfen, die diesen biochemischen Faktor entgleiste Stresshormonachse ausgeprägt hatten. Aber die, die es nicht hatten oder nicht so ausgeprägt, da hat es natürlich nichts geholfen. Und dann mitteln sie wieder alles raus. Das ist so unser Problem. Das heißt, eine bessere Charakterisierung der Patienten, dann wird die Wirksamkeit besser sein. Ein anderes Problem, das ich am Rande erwähnen will, die Studien sind alle viel zu klein, die sich mit Psychotherapie befassen. Das heißt, sie haben die statistische Power gar nicht, um gute Aussagen treffen zu können. Warum sind die so klein? Weil es schwierig ist. Wir haben das Privileg jetzt in der Max-Planck-Gesellschaft, dass wir die Mittel bekommen haben für die weltweit größte Psychotherapiestudie, die wir jetzt begonnen haben, wo wir 1000 Patienten untersuchen werden, denn so viele braucht es eben, um nachher diese einzelnen Gruppen definieren zu können und Rückschlüsse ziehen zu können, die für alle dann wieder gelten aus dieser Gruppe, um das sachgerecht und seriös untersuchen zu können. Das ist die Psychotherapiestudie. Und mit genau denselben Biomarkern, mit genau demselben Arsenal an Untersuchungen, die auch gar nicht belastend sind, das will ich gleich dazu sagen, es handelt sich um Blutentnahmen, es sind sehr aufwendige danach diagnostische Verfahren. Daraus erstellen wir ein individuelles Profil und dann werden wir sagen können, diese Therapie hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, diesem Patienten zu helfen oder die. Nicht, wir untersuchen Schematherapie, eine exzellente Therapie, die aber sicher nicht für alle gleich gut wirken wird unter der aktuellen Diagnose Depression gegen die kognitive Verhaltenstherapie, die sehr bewährt ist. Und dann wird es sicher auch Patienten geben, da ist vielleicht nur die medikamentöse Therapie ausreichend. Aus den Meta-Analysen, aus den Studien wissen wir, beides ist am wirksamsten, nicht? Und alle Patienten kriegen bei uns natürlich eine, das macht die Studie so wertvoll, State-of-the-art medikamentöse Therapie, Blutspiegel, Enzymausstattung und vieles andere mehr wird untersucht werden, sodass wir sagen können, die war noch individuell optimal pharmakologisch behandelt und war nicht, wie Sie sich an die Grafik erinnern, vielleicht ganz links oder ganz rechts und es konnte gar nicht wirken oder es hat nur Nebenwirkungen gemacht. Problem vieler Studien. Sodass wir sehr hoffen, und sehr engagiert daran arbeiten werden, auch weiterhin, dass wir die Therapie verbessern können. Die zwei Studien, BECAM und Psychotherapie, Sie können, wenn Sie möchten, das gerne auf unseren Homepages nachlesen. Sie können auch einfach anrufen und wenn Sie jemanden kennen, unsere Ambulanz ist immer offen und Sie sind herzlich eingeladen, da auch mitzumachen. Herzlichen Dank, dass Sie so aufmerksam zugehört haben.